Was ist der Unterschied zwischen dem sogenannten Orientierungskurs und dem Einbürgerungstest? Das sind komplett unterschiedliche Sachen. Bei dem Orientierungskurs haben Studenten die Möglichkeit herauszufinden, was das bestmögliche Studium für sie ist. Hat nichts mit dem Einbürgerungstest zu tun. Der Einbürgerungstest ist eine Voraussetzung, um die deutsche Staatsbürgerschaft in Deutschland zu erhalten. Wenn ihr den deutschen Pass haben wollt, müsst ihr den Einbürgerungstest, auch Testleben in Deutschland genannt, erfolgreich absolvieren.